Hallo? Einen wunderschönen Tag, da kommt mein Name von der Firma Agentur für die Geberatung ist Gerold Steiner zu sprechen, bitte. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Voldemort, Sigmund? Ja, ist am Apparat. Erwin Schulz ist am Apparat, Herr Sigmund. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Oh, toll. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Anrufer mitgebracht. Der erste von einem Stromvertrag, mal wieder mal ein bisschen was anderes. Und der zweite, der Erwin Schulz, den hatten wir schon öfters mal dran. Der ist von der Trading-Abzocke. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Hallo? Einen wunderschönen Tag, da kommt mein Name von der Firma Agentur für die Geberatung. Ist Gerold Steiner zu sprechen, bitte? Ja, was denn? Herr Steiner, wir haben hier versprochen, dass wir uns nochmal bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Und da haben wir jetzt ein grünes Licht. Deshalb schauen wir nochmal gemeinsam nach, was wir da Gutes auch für Sie tun können. Aha. Ihre Postleitzahl ist noch die 12055 in Berlin. Ist das noch aktuell? Prima. Mit wie vielen Personen leben Sie in Ihrem Haushalt? 18. Mit 18 Personen leben Sie in Ihrem Haushalt? Ist das eine Wohngemeinschaft? Ja, kann man so sagen. Okay, über wen läuft der Stromvertrag denn? Über mich? Über ihn? Ja. Super. Dann schauen wir nochmal nach, was wieder Gutes auch für Sie tun können. In Ihrem Postleitzahlgebiet, Herr Steiner. Und zwar, Herr Steiner, da haben wir jetzt den optimalen Spartarif von der Easy Strom 24 Öko. Und der bietet Ihnen den Tarif von nur noch 44,63 Cent pro kWh inklusive der Mehrwertsteuer. Das heißt, die Konditionen bleiben hier nochmal dieselben. Sie haben keine Vorauszahlung, keine Kaution oder Umstellungskosten. Auch wichtig, als Neukunde begrüßen wir Sie wie damals mit einer Preisgarantie und dazu wie auch Vertragslaufzeit Ablieferbeginn. So haben Sie dann wieder die Ruhe. Das war beim Stromjournalist. Benutzen Sie auch im Haushalt Erdgas? Nö. Super. Das Beste für Sie ist, Sie müssen es aber auch nicht machen. Das ist jetzt die Kundenservice pur. Wir stellen Sie auf den neuen Spartarif um und Sie bekommen das Ganze nochmal schriftlich in Form der Auftragsbestätigung. Tja, Kundenservice pur wird es hier wieder genannt. Das hatten wir schon mal von irgendeinem komischen Stromanbieter. Tja, dass das kein Kundenservice pur ist, sondern absolute Abzocke. Es kann ja vom Prinzip her sein, dass der Stromvertrag, den man dann am Ende bekommt, dass der erstmal günstiger ist als das, was man hatte. Aber nicht unbedingt. Es kann sogar sein, dass das, was man vorher hatte, günstiger war als das, was man hier bekommt. Tja, das ist Zufall und reine Spekulation und Glücksspiel hier bei diesen komischen Betrügern. Das Problem ist, der hat keine Erlaubnis, mich einfach telefonisch zu kontaktieren. Ich habe nicht darum gebeten, von ihm angerufen zu werden. Er tut's aber allerdings einfach und meint, ich hätte schon mal mit dieser Firma, ja, irgendwann gewechselt. Was aber auch nicht stimmt. Denn der Name, den, also der Kunde, mit dem er hier spricht, ist nichts anderes als ein frisch ausgedachter Charakter. Und von daher lässt sich der Betrug hier natürlich auch ziemlich einfach überführen. Das Problem ist, dass viele andere Menschen natürlich über Jahre hinweg immer die gleiche Telefonnummer besitzen und ihren Anschluss nicht ändern und schon gar nicht den Namen einfach so mal mittendrin ändern, weil warum auch? Na, man ändert ja nicht einfach so seinen Namen. Dass man das irgendwie rausfinden könnte, dass es Betrug ist. Und genau darauf zielt das hier ab. Letztendlich ist das ganze Gespräch hier nichts anderes als Dummfang und mal gucken, ob man irgendwie damit durchkommt. Einfach nur, wie immer, Wahnsinn. Von uns nach Hause zugeschickt, damit Sie das mit Ihrer Familie bzw. mit Ihren eigenen Unterlagen auch vergleichen können. Wenn dann alles auch so stimmt, wie ich Ihnen das auch von hier aus erklärt habe, dann heften Sie das Ganze nochmal in Ihren Unterlagen ab und alles andere machen danach die Anbieter unter sich, ja? War das eine Frage? Ja. Ja. Super. Und zwar, damit ich Ihnen das natürlich auch schriftlich zusenden kann, brauche ich auch einmal Ihre Mithilfe. Ich habe hier die Verbraucherstelle an der Braunschweiger Straße 77. Das ist noch die aktuelle Adresse. Super. Da läuft ja der Strom weiterhin über einem Stromzähler, richtig? Oder über mehrere Stromzähler? Wir haben hier nur einen. Nur einen, super. Dafür brauche ich einmal die Stromzählernummer von Ihnen, bitte. 44 600 637. 44 600 637. Also 44 600 635, richtig? Nee, 37. 37, also 637. So, super. Und zwar,
Dann habe ich auch schon alles soweit. Ich wiederhole jetzt gleich auch die wichtigsten Eckpunkte zu dem Spartarif EasyStrom 24 Öko für Sie. Sie dürfen mich auch gerne unterbrechen, wenn Sie nochmal dazu Fragen haben, ja? Das mache ich. Prima. Dann bedanke ich mich auch soweit für das Gespräch, mache jetzt alles hier auch fertig für Sie. Dafür müsste ich Ihnen vorab eine SMS auf Ihre Handynummer zusenden. Und jetzt kommt wieder der tolle Moment mit der Gesprächsaufzeichnung. Die Gesprächsaufzeichnung, die man jetzt hier hören wird, ist die gesamte Zusammenfassung des Vertrages, den man da bei der Firma abschließt. Tja, was da nicht gesagt wird, ist, dass man da noch nie einen Vertrag bei denen hatte und dass auch noch nie irgendeine Verbindung zu euch da stand und dass das Gespräch hier auch erlaubt ist. Ihr schließt hier einen komplett neuen Stromvertrag ab. Das heißt, ihr wart noch nie Kunde bei dieser tollen Firma, die hier angeblich mit euch schon angeblich immer schon Kunde war. Tja, und die Bestandteile, die jetzt hier vorgelesen werden, das entspricht auch alles den Tatsachen, so wie der Vertrag nachher ist. Man bekommt dann auch die Unterlagen schriftlich nach Hause geschickt und da steht dann auch alles drin, so wie es vom Prinzip her sein soll. Problematisch ist einfach nur, ihr wart noch nie Kunde und man hat euch von Anfang an nur verarscht. Es ging einfach nur darum, dass man an euch Geld verdient und nicht, dass ihr irgendwelches Geld spart. Das ist definitiv nicht der Grund des Anrufs und dafür würde euch auch niemand einfach so mal aus Langeweile anrufen. Diese SMS dient dafür, dass ich den Spartarif von heute nochmal absichern kann und wir uns um die Formalitäten kümmern dürfen. Und zwar... Wenn Sie damit natürlich einverstanden sind, ja reinschreiben und zurücksenden. Die SMS habe ich jetzt auf Ihre Handynummer zugesendet, Herr Steiner. Ja, aber Sie haben doch gar keine Handynummer von mir. Also ich habe das auf Ihre E-Mail-Adresse zugesendet, nicht auf Ihre Handynummer. Ja, wie lautet die denn? gerold.steiner@mdccfund.de. Aha. Haben Sie einen guten Datensatz aufgekauft, wo alles drinsteht? Ich habe keinen Datensatz abgekauft, das wurde von Ihrer Adresse über die E-Mail-Adresse getragen. Ihre Firma hat das halt aufgekauft. Sie wissen schon, dass das Kalterquise ist, was Sie da machen, ne? Was ist das bitte? Kalterquise. Kalterquise? Kaltakquise, also unerlaubte Telefonwerbung. Das ist keine unerlaubte Telefonwerbung, Herr Steiner. Es handelt sich hier nur darum, dass man Ihnen einen günstigeren Stromtarif ausgeben sollte. Ja, aber mit einem vollkommen gelogenen Skript. Sie lesen davor, dass, das erzählen Sie ja jedem Kunden, dass angeblich irgendwann mal dazu die Erlaubnis erteilt wurde. Das ist ja nicht Fakt. Und selbst der Quatsch da mit dem Kundenservice pur, das lesen Sie alles nur ab. Das erzählen Sie jedem einzelnen Kunden. Das ist einfach nur Bullshit. Und dass das nichts mit Kundenservice zu tun hat, sondern einfach nur ein Verkaufsgespräch ist, das müsste Ihnen, glaube ich, selbst klar sein. Ich habe Ihnen ja nicht gesagt, dass es Kundenservice ist. Doch, Sie haben gesagt, das ist Kundenservice pur. Das ist einfach nur lächerlich. Kundenservice pur, das ist damit gemeint, dass Sie das Ganze nochmal schriftlich nach Hause zugeschickt bekommen. Ja, das hat ja nichts mit Kundenservice zu tun, das ist ja mein gutes Recht, wenn ich irgendwas bestelle, dass ich es schriftlich nach Hause kriege. Natürlich, weil Sie das ja umsonst bekommen. Deswegen ja, dass Sie da lauter schöne Wörter drin haben, die nichts mit dem Verkauf an sich zu tun haben, das ist schon klar. Aber was auch klar ist, das kann ich Ihnen gleich erzählen, der Gerold Steiner ist ein ausgedachter Charakter, der überhaupt nicht existiert und auch definitiv deswegen wissentlich niemals irgendwo ein Opt-in für ein Verkaufsgespräch gegeben hat. Das ist ein Datensatz, der illegal aufgekauft wird. Nein. Doch, das weiß ich ja. Es ist so. Ich weiß, dass Sie das illegal aufgekauft haben, den Datensatz. Nein, das wurde nicht illegal gekauft. Dann können Sie mir ja sagen, wo Sie das Double Opt-in für den Anruf her haben. Das wurde über die Mail-Adresse gerold.steiner@mdccfund.de. Ja, das geht ja nicht. Sie wissen schon, dass man für einen Double Opt-in definitiv einen automatischen Anruf braucht, wo ich meine Rufnummer bestätige. Ansonsten würden Sie ja gar nicht wissen können, ob die Rufnummer mir überhaupt noch gehört. Und wenn Sie auch nur aus Versehen bei jemanden anderen anrufen, bleibt das Kaltakquise. Wenn Sie es so meinen. Das hat nichts mit meinen zu tun. Das hat was mit Wissen zu tun. Und wie gesagt, ich habe es Ihnen ja erklärt. Der Gerold Steiner ist ein vollkommen ausgedachter Charakter, der sich auf illegalen Datensammelwebseiten angemeldet hat, die sich nicht an Gesetze halten. Und Ihre Firma hat das aufgekauft. Wenn der Herr Gerold Steiner sich dann bei Gewinnspielen einträgt oder beziehungsweise über die Mailadresse sich bei einem Gewinnspiel oder bei einem Umfrage... Dann kann danach kein Strom anrufen. Nochmal bei Ihnen melden sein.
da kann danach kein Strom anrufen. Das ist dann illegal aufgekauft. Nein, wir haben in Deutschland, eine Datenschutzgrundverordnung, die sagt, sie brauchen ein Double Opt-in. Und ein Double Opt-in funktioniert immer so, dass wenn ich meine Rufnummer irgendwo eintrage, dann ein Automat zwingend auf dieser Rufnummer anrufen muss, der mir einen PIN-Code durchsagt, wahlweise auch SMS per Handynummer. Und dann muss ich als Kunde diese Nummer eingeben und das für jeden einzelnen, für jede einzelne Firma, die mich anrufen darf. Ansonsten nicht. Mhm. Ansonsten darf keiner anrufen. So funktioniert das deutsche Gesetz. Mhm. Dann würde ich den Fall auch weiterleiten. Dann werden Sie nochmal anrufen von den Abteilungen, wo wir auch die Erlaubnis dafür haben, ja? Danke nochmal. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Genau, dann kann die Abteilung auch nochmal anrufen, weil dann veröffentlichen wir das gleich noch mit. Ja, super. Genau. Tja, dass sich diese tolle Abteilung definitiv nicht mehr bei uns gemeldet hat, das ist, glaube ich, klar. Das passiert zwar hin und wieder mal, dass dann auch diese Leute anrufen und sich versuchen zu rechtfertigen. Illegal war der Anruf allerdings trotzdem. Er hat es aber scheinbar nicht verstanden, dass man, wenn man sich bei einem Gewinnspiel anmeldet, nicht einfach einen Anruf für einen Stromvertrag bekommen kann. Und naja, dann hat er sich jetzt hier auch eigentlich mehr oder weniger auch noch ein bisschen verraten. Er hat gerade selber gesagt, dass ich mich bei einem Gewinnspiel eingetragen habe, um diesen Anruf zu erhalten. Sein Skript, das er aber am Anfang vorgelesen hat zur Begrüßung, hieß, dass ich schon mal mit dieser Firma gewechselt habe. Komisch. Und dass dem das nicht auffällt, dass da irgendwas komisch dran ist, ich kann doch nicht vorlesen, dass ich mit der Firma gewechselt habe, in dem Wissen, dass man das gar nicht gemacht hat, sondern einfach nur ein Standardskript ist, was man da runterliest und der Kunde eigentlich über irgendein komisches, skurriles Gewinnspiel reinkommt. Das kann der doch jetzt nicht ernsthaft als Ausrede benutzen. Zumal per E-Mail kann ich meine Telefonnummer nicht bestätigen. Das ist eben auch nicht rechtlich sauber. Ich muss, wenn ich eben einen Anruf haben will, wie ich es hier schon im Telefonat erklärt habe, ein Double Opt-in abgeben. Das heißt, entweder ich habe dafür unterschrieben, handschriftlich und meine Nummer eingetragen und dann bestätigt, dass das meine Telefonnummer ist. Oder der theoretisch-technisch sauberere Weg wäre, wenn die Gegenseite bei mir ganz kurz anklingelt mit einem automatischen Anrufautomat und dieser Automat fragt mich dann, ob ich diejenige oder ob ich die Person bin, die diesen Anruf überhaupt haben wollte, bekomme einen PIN durchgegeben und den PIN gebe ich dann bei denen auf der Webseite ein, um dann eben zu bestätigen, dass ich bin und auch, dass mir diese Telefonnummer gehört. So ist zumindest der richtige Werdegang und genau so könnte die Firma dann eben auch belegen, dass das letztendlich keine Kaltakquise, sondern ein gewollter Anruf war. Nun steckt die Firma allerdings in der Erklärungsnot, ja, wo sie meine Daten her haben und dass sie das nicht vernünftig schildern können, das wissen wir ja leider alle mal zu Genüge. Das hört man immer wieder in den Videos hier. Naja, ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Voldemort, Sigmund? Ja, ist am Apparat. Erwin Schulz ist am Apparat, Herr Sigmund. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Oh, toll. Wie bitte? Toll. Ja, ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie können Ihren Handel beginnen. Ja? Okay, sagen Sie bitte, sind Sie gerade auf unserer Hauptseite oder Sie haben die Seite verloren? Nee, ich habe nichts verloren. Sind Sie gerade auf der Hauptseite oder auf der Werbung? Gar nicht. Okay, mit Handy oder mit Computer? Auch nicht gerade. Wie können Sie Ihre E-Mail öffnen? Meine E-Mail-Adresse? Ja, genau. Ja, da muss ich meinen Computer erst einschalten. Ja, das ist logisch. Ja. Machen Sie bitte. Ja, das dauert einen Moment. Nehmen Sie Ihre Zeit. Aber gerne. Gerne. Mhm. Geben Sie Bescheid, wenn Sie drauf sind, ja? Herr Sigmund, haben Sie schon gefunden? Das heißt Herr Voldemort, nicht Herr Sigmund. Bitte? Das heißt Herr Voldemort, nicht Herr Sigmund. Genau. Ja. Trotzdem haben Sie bekommen oder nein? Was denn? Der Link, habe ich Ihnen einen Link geschickt. Ja, da muss ich doch erstmal gucken. Ach so, Sie sind noch nicht auf Ihrer E-Mail. Nee.
Oh, okay. Darf ich Ihnen, können Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse einfach buchstabieren? Was denn? Ihre E-Mail-Adresse können Sie bitte buchstabieren? Warum? Damit ich werde überprüfen, ob ich bei mir richtige E-Mail-Adresse habe. Ich weiß nicht, welche Sie da jetzt drin haben. Ich habe so viele. Okay. Bei mir, ich habe Lori Ori. Ja. Punkt. Hm. Knusprig. Knusprig. At mdcvcesarfan.de. Ja, die funktioniert. Okay, haben Sie den Link bekommen denn? Na, mein Computer fährt noch hoch. Okay. Mhm. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Sie benutzen kein WhatsApp? Ja. Herr Voldemort, wie alt sind Sie? Wieso wollen Sie das wissen? Ist das ein Geheimnis oder was? Ja, das sagt man doch nicht jedem. Damit ich werde auch sicher sein, dass Sie mehr als 18 Jahre alt sind, ja? Ja, ich bin mehr als 18 Jahre alt. Mehr als 18, ja? Mhm. Ach so. Es ist so schwer, ja, Ihre E-Mail-Adresse einfach öffnen. Na, dazu muss doch der Computer fertig hochgefahren sein. Überhaupt haben Sie Computer dabei? Einen Computer kann man doch nicht dabei haben. Sie haben keinen Computer. Doch, ich habe einen Computer. Aber den Computer, den hat man doch nicht dabei. Der ist dafür viel zu schwer, um ihn dabei zu haben. Sind Sie gerade auf Ihrer E-Mail? Nee. Wo sind Sie denn? Was machen Sie überhaupt? Ja, ich sitze an meinem Computer und warte darauf, dass er hochgefahren ist. Na, ich meine, haben Sie mein E-Mail bekommen? Na, das weiß ich doch nicht, wenn der Computer nicht fertig angeschaltet ist. Okay, ich werde in einer Stunde wieder anrufen. Ich glaube, in einer Stunde, Sie werden schon den Link bekommen, ja? Und Ihre Computer auch geöffnet. In einer Stunde ist ungünstig. Ungünstig? Okay, warum? Ja. Wann? Geht also vielleicht halbe Stunde, weil ja? Weil in einer Stunde ist es ja, also noch nicht ganz, also eine Stunde und zwei Minuten, da ist es ja 17.30 Uhr. Und um 17.30 Uhr... da habe ich immer um die gleiche Uhrzeit Stuhlgang. Hm. Da gehe ich immer auf Toilette. Toilette? Ja. Ah, okay. So wichtig. Ja, immer um 17.30 Uhr. Man soll ja alles regelmäßig machen. Es ist schon machen. 29. Es ist schon 29. Ja, aber eine Minute reicht ja dann in einer Stunde nicht mehr zum Telefonieren. Ah, okay. Dann wann kann ich da erreichen? Weiß ich nicht, wir können ja auch warten, bis der Computer hochgefahren ist. Okay, ich versuche mein Glück wieder später. Hm. Ja, vielleicht es geht. Hat geklatscht im Hintergrund. Wie bitte? Hat geklatscht im Hintergrund. Genau. Warum? Meine Kollege hat Geburtstag. Geburtstag? Genau. Und normalerweise. Die kommt jetzt erst zur Arbeit. Wie bitte? Die kommt jetzt erst um 16:30 Uhr zur Arbeit. Genau. Hm. Sehen Sie, wir arbeiten für Sie. Ja. Ja, unsere Arbeit fragt keine Geburtstag oder so. Hm. Mhm. So, jetzt macht der Computer noch ein Update. Okay, dann ich werde meine Zeit nicht verschwenden. Ja? Ich habe noch einige Kunde und ich muss noch anrufen, ja? Wenn Sie möchten Ihre Zeit einfach verschwenden, machen Sie bitte. Das ist Ihre Entscheidung. Aber ich werde nicht meine Zeit verschwenden. Ich wünsche Ihnen noch einen Tag, ja? Na, aber da kann ich doch nichts dafür, dass mein Computer gerade noch ein Update macht. Ja, deswegen ich sage Ihnen, ich werde Sie später wieder anrufen, okay? Ach so. Mhm. Aber nicht um 17.30 Uhr. Ja, okay. Okay, ciao. Tüdelü. Tschüss. Tschüss, Sikorski. Leider, ich kann nicht auflegen. Deswegen, warum? Bitte machen Sie das selber, ja? Ich weiß, das ist so schwer. Ich will nicht mich lassen, aber trotzdem machen Sie, ja? Ich leg nie zuerst auf, das ist unhöflich. Warum? Da, nein, nein.
machen Sie es gerne. Nee. Warum können Sie da nicht auflegen? Leider, ich kann nicht. Warum ist der Knopf kaputt? Meine Managerin wird meine Arbeit verlassen, wissen Sie. Das ist nicht so gut. Deswegen, Sie sollen das selber machen. Ich kann nicht auflegen. Dann haben wir aber jetzt ein Problem. Warum? Na, weil ich finde das ja unhöflich, als erstes aufzulegen. Okay, ich kann das gerne jetzt machen, ja? Dann tschüss. Tschüss, Sikorski. Tja, ihr habt ja sowas schon mal in die Kommentare geschrieben, dass die wohl möglich eventuell gar nicht einfach so auflegen dürfen. Ja, das könnte tatsächlich sein. Und das hat dann einfach was damit zu tun, dass die Datensätze eben auch einfach Geld kosten. Und wenn die Mitarbeiter einfach so immer wieder auflegen würden, ja, dann kostet das halt jede Menge Geld. Und genau das will man eben damit verhindern, indem man den Mitarbeitern sagt, ihr dürft nicht als erstes auflegen. Das kann man auch im System sehen, welche Partei eigentlich als erstes am Telefon aufgelegt hat. Also die komischen Center-Chefs, die werden das auf jeden Fall sehen im System. Ob der Mitarbeiter eben das Gespräch abgewürgt hat oder der Kunde halt beendet hat, so wie man sich das eben, ja, vorstellt da. Naja, aber wie immer wieder Wahnsinn. Unfreundlich bis zum geht nicht mehr. Der Mitarbeiter, der hat wohl wie immer keine Lust gehabt, aber hier in dem Fall kann man nur wieder, ja, hoffen, dass die auf jeden Fall möglichst wenig bescheißen. Aber ihr habt ja gehört, einmal geklatscht hat es im Hintergrund, eine Person haben sie auf jeden Fall beschissen. Das heißt, mindestens 250 Euro Umsatz gemacht. Eigentlich, wie immer, wahnsinnig dramatisch, dass sowas passiert. Ich hoffe, dass sowas in eurem Umfeld eben nicht passiert. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen mit solchen, ja, netten Mitarbeitern am Telefon unten in die Kommentare. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.